Ich begrüße um mich herum zwei Menschen, die deutlich brauner sind als ich. Ich hoffe, das ist kein Problem und ich bin nicht allzu weiß. Modern Talking, links und rechts. Thomas, ich frage mal dich als Ersten sozusagen. Lifetime Achievement, das heißt also auf Deutsch sozusagen Lebenswerk. Dafür werdet ihr heute mit dem Komet ausgezeichnet. Ja, Lifetime Achievement, das ist so eine Geschichte, die kenne ich normalerweise von Menschen, die also kurz vor der Bahre sind. Sowas wie Frank Sinatra, wenn es bei dem noch ginge. Wie fühlt sich das so an? Na, es ist ja schon was Bedeutendes. Als ich das schon gehört habe, so für das Lebenswerk, so alt fühle ich mich, weiß Gott nicht. Und ich hoffe, dass da noch einiges kommen wird und dass ich vielleicht irgendwann dann noch ein Preis kommt, der halt eben für besonderes Lifetime Achievement steht. Sozusagen Double Lifetime Achievement. Wie sieht es bei dir aus, Dieter? Ja, also ich freue mich total, fühle mich sehr geehrt und so. Und ich meine, dies ist ja ein sehr junger Sender. Und deshalb also ist das auch okay. Und weil vieles ist natürlich wirklich wahr, also bei Viva gucken natürlich viele, die sind 13, 14, 15. Und so lange geht jetzt ja mittlerweile auch unsere Karriere. Und für die ist das ja ihr ganzes Leben bisher. Deshalb geht das schon okay. Und ja, so ist es aber. Sozusagen die Menschen, die also sozusagen in der Wiege schon Modern Talking gehört haben, die sind jetzt eure neue Zielgruppe. Ja, also wir haben ja so, wir sehen das ja schon, wer in etwa unsere Platten kauft. Und da sind eben wahnsinnig viele junge Leute dabei. Und das freut uns wahnsinnig. Wir sehen das natürlich auch in den ganzen Konzerten, dass sehr, sehr viele junge Leute kommen. Und da sind wir echt total begeistert. Und das haben wir natürlich zum Teil eben auch Viva zu verdanken. Wenn man sozusagen ja, eine andere Kategorie für euch wählen würde, dann würde man in diesem Jahr sicherlich sagen Comeback des Jahres, anders kann man es nicht nennen. Ihr seid mördermäßig durch die Decke gestoßen. Hast du nochmal so Zahlen so vom ersten Monat, hast du das noch im Kopf? Nee, vom ersten Monat habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass wir jetzt ungefähr bei 3 Millionen mit dem Album liegen. Und Single weiß ich jetzt nicht, aber Dieter ist eigentlich für die Zahlen da. Der hat das. Also er ist ja der Geschäftsmann, das habe ich auch schon gehört, hat sich irgendwie rumgesprochen. Ja, wir sind in knapp 40 Ländern Nummer 1, in Europa mit dem Album auf absolut Nummer 1 und auf der ganzen Welt im Moment auf Platz 4. Und ja, haben über 3 Millionen Alben verkauft, schätzungsweise 30 bis 40 Goldene jetzt und 30 bis 40 Platin, weil das Album ist überall Platin und Doppelplatin und Dreifachplatin gegangen und das ist schon ein Hammer. Das sollte ja eigentlich einigermaßen reichen. Was ist denn jetzt das schöne Gefühl daran, so diesen Comeback hingelegt zu haben? Ist das irgendwie eigentlich eher so, ich habe mal wieder Kohle verdient? Also ich meine, ich erinnere mich daran, neulich gelesen zu haben, dass du den neuen Ferrari gekauft hast, damit durch Hamburg kreuzt, hat sich rumgesprochen. Oder ist es so ein bisschen das Gefühl, ich habe es allen nochmal gezeigt? Ja, beides nicht. Also ich freu mich total über den Erfolg. Ich meine, dass ich kein Geld mehr brauche, das weiß ja auch jeder. Also wegen Geld, also mache ich das überhaupt nicht. Na gut, vielleicht machst du es wegen Geld. Nee, das ist auch beides nicht. Also es war einfach, es ist sehr schön, dass man damit Erfolg hat. Und wenn man auch die Höhen und Tiefen vom Business mitbekommt und dann eben wieder ganz oben zu stehen, das macht unglaublich viel Spaß. Und ich fühle mich, obwohl wir ein sehr stressiges halbes Jahr hinter uns haben, immer noch total voller Power und freue mich hier aufs nächste Halbe. Du hast eben gesagt, also ein Sender für ausgesprochen junge Leute, für viele junge Menschen, ganz, ganz junge Menschen mit ganz, ganz neuen Stars. Von den Leuten, die hier heute Abend aufgetreten sind, was ist denn da für dich sozusagen das absolute Highlight? Ja, Modern Talking. Nee, also A, weiß ich gar nicht, wer hier auftritt, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe noch gar nichts gehört, wer sonst... Xavier Naidoo zum Beispiel. Wer? Xavier Naidoo. Wer ist das denn? Okay, das war die Antwort. Machen wir weiter. Run DMC. Ich habe ihn gar nicht verstanden jetzt. Xavier Naidoo. Ja, natürlich kenne ich sehr gerne. 20.000 Meilen unter dem Meer. Über, aber das macht nichts. Ja. Schön, ne? Ja. Ich habe ihn sogar schon mal im Musical gesehen. Eine tolle Stimme. Ja. Super Stimme. Okay. Letzte Frage, Dieter, an dich. Sozusagen die persönlichste Frage des ganzen Abends, die je gestellt wird. Das Tuschelthema hier heute Abend ist natürlich, Thomas D. trifft wieder auf Jenny Elvers. Das ist das eine. Das andere, angekündigt zumindest war, ich weiß gar nicht, ob es jetzt gekommen ist, deine Ex-Frau Verona. Ist das für dich irgendwie ein Problem, die jetzt hier wiederzusehen oder wie geht ihr miteinander um? Na, überhaupt nicht. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich freue mich total über ihren Erfolg, den sie ja hat im Moment. Das ist doch toll. Und Jenny kenne ich schon x Jahre, Heiner kenne ich auch x Jahre. Also das wird von den Medien immer ein bisschen hochstilisiert. Da gibt es überhaupt keine Probleme mit niemandem jetzt irgendwie. Das ist schön. Wir haben dann auch keine Probleme mehr. Also wir gehen jetzt so langsam schon ein bisschen auf das Ende zu der heutigen Sendung. Damit geht die Popcom natürlich noch lange nicht zu Ende. Die Popcom geht morgen weiter und damit auch die Berichterstattung von 1Live und die Berichterstattung des WDR-Fernsehens. Und was es genau da zu sehen gibt, das seht ihr jetzt.